Also eines unserer großen Anliegen ist ja eben mehr Frauen an die HTWG auch zu bekommen und das ist ja auch ganz speziell meine Aufgabe. Und da wir ja eine technische Hochschule sind und von der Tradition her schon eher Männer an Bord haben, ist das natürlich so ein Girls Day eine schöne Möglichkeit, einfach auch die Mädels schon in der Schule anzusprechen und wenn möglich dann eben auch zu uns an die Hochschule zu holen. Grundsätzlich ist es wunderbar, in einer gemischten Umgebung zu arbeiten. Also ich selber habe immer die Erfahrung gemacht und ich bin ja jetzt in einer stark männlich geprägten Umgebung eigentlich immer aktiv gewesen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es einfach wesentlich angenehmer ist, wesentlich produktiver, dass gerade auch die Frauen sehr, sehr gute Abschlüsse haben und insofern eben auch als ein Arbeitskräftepotenzial für letztlich so eine Volkswirtschaft auch eine ganz, ganz wertvolle Ressource sind, die einfach viel, viel stärker genutzt werden sollte. Andererseits aber auch es für die Mädels immer nicht so ganz einfach ist, in diesen technischen Studiengang eben sich reinzubewegen. Und wir auch, und das zeigen ganz viele Studien, dass es wirklich hilfreich und sinnvoll ist, eben da unterstützende Maßnahmen anzubieten. Und angefangen bei Mentoring, was ja jetzt tatsächlich schon bis in die Schule reinreicht, bis hin halt auch zu dann Förderung von in Berufungskommissionen oder überhaupt durch das Thema aktive Rekrutierung, wo wir dann tatsächlich eben auch versuchen, Professorinnen verstärkt hier an die Hochschule zu holen. Eben der Girls Day, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Eingangstor einfach zu unserer Hochschule. Es gibt dann auch von der Modellfabrik tatsächlich jetzt Ansätze, dass da direkt in die Schule gegangen wird. Oder auch das Corona-Mini ist ein sehr schöner Ansatz, dass wir eben tatsächlich ganz früh schon versuchen, auch die Mädels anzusprechen, um die für die Technik zu begeistern. Ich meine, so Gespräche und auch viele Recherchen haben einfach gezeigt, es kann gelingen, dass Mädels auch von sich aus, von zu Hause, vom Onkel, Tante, wem auch immer begeistert werden für die Technik, aber es ist bisher eigentlich keine systematische Förderung erfolgt und das wollen wir natürlich jetzt verstärkt machen. Also da kann ich absolut beruhigend einfach sagen, unsere Erfahrung ist, wenn die Mädels mal hier sind, also an der Hochschule, dann ist das völlig problemlos. Also es gibt wirklich so, und da spricht man ja auch von Leaking Pipeline, dass es zwei Stellen gibt, wo es für Frauen einfach schwierig ist, den Technikweg sozusagen weiter zu beschreiten. Das ist einmal eben der Schritt von der Schule in die Hochschule und dann aber auch wieder von der Hochschule oder in der Hochschule tatsächlich sich da weiterzuentwickeln. Da war ich, nach dem Studium gehen auch ganz, ganz viele Frauen dann einfach wieder aus der Technik raus, obwohl sie jetzt sich schon für diesen technischen Studiengang auch entschieden hatten und gehen dann leider oft auch in ganz andere Ausrichtungen wieder. Und der Tipp ist einfach wirklich, hierher kommen. Wir freuen uns riesig, wenn mehr Studentinnen da sind. Und wenn, wie gesagt, wenn die mal hier sind, sind die meistens sehr, sehr gut. Also wir haben von den Studienabbrüchen haben wir eher weniger Frauenabbrüche als, na klar, auch prozentual als von Männern. Und wir haben immer sehr, sehr gute Abschlüsse auch. Also man muss wirklich sagen, super. Wenn man mal da ist, dann einfach gut sich hier zurechtfinden.